Hallöchen, willkommen zur zweiten Folge von Politics. Mein Name ist Norman und das Ole ist nicht da. Fangen wir trotzdem an. Ein heißes Thema dieser Woche war die Internetüberwachung der US-Regierung. Big Brother is watching you. Also mal sprichwörtlich. Vielleicht gucken die ja auch gerade sogar zu. Hallöchen, ja. Hallöchen. Ich dachte, du hilfst mit. Was soll denn das jetzt schon wieder hier? Was denn? Wir drehen, Mann. Wir drehen gerade? Ja. Ach, wir fangen schon an? Ja. Ach so, das, was du übrigens gerade gesagt hast, klingt voll nach... Die erschütterndste Nachricht der Woche. Die erschütterndste Nachricht diese Woche ist für uns die Hetze auf Edward Snowden, der die NSA-Internetüberwachung PRISM aufgedeckt hat. Dem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter, der die Dokumente veröffentlichen ließ, dem drohen jetzt eine wahrscheinlich überproportionale Jahresanzahl an Gefängnis, weil er ja Landesverräter ist und so weiter. Ja, ja. Wenn der Staat sich auf dünnem Eis bewegt, in die Menschenrechte eingreift und alles unter dem Deckmantel einer Terrorbekämpfung, ist natürlich derjenige, der das ans Licht bringt, ein Verbrecher. Die Tat ist aber kein Verbrechen. Dieses Schema kennt. Was genauso erschütternd ist, ist, dass unser Innenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU das Datenschutzprogramm für unterstützenswert hält. Das Volk soll also immer gläserner werden, die Privatsphäre muss leiden für eine symbolische Terrorbekämpfung, die jeden erstmal als möglich verdächtig ist. Überall und jederzeit kann der nächste Anschlag lauern, nur weil 2001 zwei Türme gesprengt wurden. Lasst euch nicht füttern mit Angst, dass ihr ständig in Gefahr lebt, weil überall die nächste Bombe hochgehen kann. Wer von der Angst profitiert, sind Wirtschaft und Medien und nicht. Es sind die, die die Terrorbekämpfung initiieren. Seht ihr? Das passiert, wenn man den Mund aufmacht. Oh. Ah. Scheiße. Scheiße. Frist. Fuck, enorm, das war ein richtig beschissener Gag. Ja, der hat sich nicht gelohnt. Aber weißt du, welcher Gag gut ist? Der Running Gag. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ja, unsere Sendung hat bis jetzt nicht so viel weiblichen Charakter gehabt. Und da wir schon eine Bundeskanzlerin haben und so weiter und die Debatte hier immer ist, haben wir uns gedacht, komm, zeig's dir. Nomi, 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 hast du schon gehört? Bei Politics, da gibt's jetzt sogar eine Frauenquote. Oh mein Gott! Ja, das wird das Thema schlechthin bei der Bundestagswahl. Ich sag's dir. Ich weiß nicht, also Wahlen, 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 ich weiß immer nie, wen ich da wählen soll. Aber hier gibt's ja eine Rubrik, die befasst sich mit dem Parteiprogramm. Ich sag dir, hot shit. Wirklich? Ja. Wie heißen die? Walnüsse. Die sind so süß, sag ich dir. So süß. Oh mein Gott, das wird der Hammer. Um was geht es jetzt? Die Frauenquote. Was ist denn die Frauenquote? Frauenquote bedeutet, dass wenn es um Arbeitsplätze in einem Unternehmen geht, eine Mindestanzahl von Frauen eingestellt werden müssen. Und wozu ist das gut? Zur Gleichberechtigung von Frauen in der Arbeitswelt. Ebenso verdienen Frauen bei gleichen Jobs 22% weniger Geld. Im öffentlichen Dienst gibt es in Deutschland schon eine Quote. In der Privatwirtschaft wird aber noch debattiert. Und wie stehen jetzt die Parteien in Deutschland in ihrem Wahlprogramm dazu? Die CDU will erst ab 2020 eine gesetzliche Frauenquote in ihr Wahlprogramm einfügen. Die SPD hat die Quote im Wahlprogramm schon lange stehen. Sie wollen mindestens 40% Frauen sehen. Die Grünen sind genauso dafür und bestehen auf die Frauenquote. Die Linke will sogar 50% als Frauenquote festgelegt haben. Die FDP möchte zwar Chancengleichheit, sind aber gegen einen Quotenzwang. Die Piratenpartei sind zwar für eine Quote in der Wirtschaft, finden diese aber andererseits diskriminierend gegenüber Frauen, da Frauen nicht bevorzugt werden müssen, um gleichberechtigt zu sein. Sie sind es einfach. Und welche Fragen kann man sich da jetzt noch stellen? Brauchen wir eine Quote? Warum ist sie überhaupt nötig? Sollte es nicht so sein in unserer modernen Gesellschaft, dass Frauen von ganz alleine gleichberechtigt sind? Bevormunden wir Frauen nicht auch in ihrer Gleichberechtigung, wenn wir es für nötig halten, sie durch einen Zwang auf die gleiche Stufe wie Männer zu stellen? Aber warum ist es dann nicht einfach so, dass das Geschlecht nicht zählt? Weil das männliche Denken sich ändern muss und die Werte in der Wirtschaft. Dass es nicht um, wer ist der Beste und wer kann am gierigsten ausbeuten geht, sondern auch um andere Werte. Denn Frauen sind zum Großteil nicht interessiert, möglichst viel Macht zu haben und Geld zu verdienen, egal wie man sich dabei gegenüber seinen Mitmenschen verhält. Um diese Werte mit in die Gesellschaft zu bringen, ist eine Frauenquote deswegen gut. Wenn die Frauen die gleiche Qualifikation haben und sich wirklich für diese Position interessieren, dann immer her damit. Und das ist ja oft genug der Fall. Aber dennoch sollte ein Umdenken der Werte stattfinden. Und Machotum in Führungspositionen und die Gier nach immer mehr ist wohl kein Schema mehr, was sich für uns Menschen als Gesamtheit lohnt. Und dann kommen auch beide Geschlechter näher zueinander. Und wir brauchen irgendwann diese Frauenquote gar nicht mehr, weil es einfach selbstverständlich geworden ist. Ende! Ja. So. Ich hab Bock auf Erdnüsse. Finde ich gut. Die sind echt heiß. Schnittig. Heiß. Norm, soll ich mal sagen, was mir eigentlich mal aufgefallen ist? Irgendwie gibt's gar keine politische Musik mehr.
Ja, ist weniger geworden, ne? Also schon, nicht mehr so wie damals irgendwie Rage Against the Machine oder U2 auch oder Tracy Chapman früher mal. Mhm. Ja. Aber was krass ist, ich habe mal ein bisschen recherchiert und im Schlager gibt echt voll viele politische Lieder. Also wow. Hätte ich nicht gedacht. Also wird meine Oma jetzt Aktivistin? Vielleicht, also wenn sie sowas hört, garantiert. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Spiel mal ab. Unsere neue Rubrik, der Wutschlager. Mein Leopard. Von Franz Josef Strauß bis Thomas de Maizière. Leopard. Die Tradition bleibt uns erhalten. Deutschland liebt seine Waffen. Fun with guns. Und Newton bringt es auch. Sonnenschein, zerbrochene Scheiben, die Leute schreien. Kinder weinen, ihr Vater ist tot. Durch deutsche Waffen kein Lieferverbot. Solange wir Kohle machen, kauft unser Gewehr. Es ist mit Liebe geformt. Oder baust ihr nach für deinen Völkermord. Auf Gangster, auf Held, wir versorgen die Welt. Gebt uns all euer Geld, denn wir haben unser Gewissen abgestellt. Made in Germany, Lizenz oder Bau, ob Freund oder Feind, ja wir sponsern die Schau. Tradition im Unternehmen deiner Wahl, Kraus, Maffei, ERDS oder Rheinmetall. Wer etwas will, der bekommt es sofort. Wir fragen nicht nach, ja genick Umsatzrekord. Panzer für dich, Gewehre für sie, 140 Ländern helfen wir zum Sieg. Wir umgehen auch mal Gesetze und der Geldbeutel wächst. Doch die Lobby verkauft es so, dass du es nicht schreckst. Leopard, es ist uns egal. Es ist uns egal. Und selbst wenn Kinder in Kriegsgebieten sterben, selbst wenn unsere eigenen Soldaten durch unsere Waffen in fremden Händen verrecken, wir machen weiter. Sei dir gewiss, bis zum Tod. Kein Lieferverbot, solange wir Kohle machen. Am Feind oder Held. Was doch mal da vorne, ich glaube, wir werden beobachtet. Da steht eine Kamera. Quatsch. Wo denn, Mann? Da vorne. Ey, Norm, ich hab's dir immer gesagt, dass ich die Sendung nicht machen wollte wegen der NSA. Und jetzt haben wir die Scheiße. Ey, ich hab auf sowas keinen Bock. Echt nicht. Ey, wir gehen jetzt. NSA. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hey. USA. Rein. Bis zum nächsten Mal. Yeah. Aua. Mann, da geht es bestimmt auch noch irgendwo. USA. Ich bin ein Berliner. Time is up.